Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche. Ich melde mich hier vom Rathaus in der Hansestadt Wismar. Mir gegenüber Thomas Bayer, der Bürgermeister. Herr Bayer, wir haben einen besonderen Anlass, dass wir hier sind. Und zwar sind Sie letzten Freitag gerade zurückgekommen aus der Ukraine. Sie haben die Partnerstadt besucht und die Menschen vor Ort getroffen. Was war die Motivation für diesen Besuch in der Partnerstadt, jetzt natürlich im dritten Jahr des Krieges? Das war die Solidarität, die wir zeigen wollten. Ich war ja im letzten Jahr schon einmal da, da haben wir den Partnerschaftsvertrag unterzeichnet. Dann haben wir Kontakt gehabt natürlich auf der Arbeitsebene. Wir haben eine Videokonferenz kurz vor Weihnachten gehabt. Ich habe im November meinen Kollegen bei einem deutsch-ukrainischen Partnerschaftstreffen in Leipzig getroffen. Und das Gefühl hat mir gesagt, dass es sinnvoll ist, jetzt auch so einen Solidaritätsbesuch zu machen, denn die Ukraine ist sehr schlimm in Bedrängnis wegen des Krieges, und das hat man den Menschen dort, mit denen wir Kontakt hatten, auch schon abgespürt. Warum haben Sie gerade diese Stadt ausgewählt? Auch ein Stück weit natürlich hier aus Wismar heraus. Es ist eine Stadt in der Nähe von Odessa. Was ist vergleichbar mit Wismar? Es war ausdrücklicher Wunsch ja der Bürgerschaft auch, dass wir eine Partnerschaft eingehen mit einer ukrainischen Stadt. Tschornomorsk hat etwa die Größe von Wismar, also ist etwas größer, ca. 70.000 Einwohner. Und Tschornomorsk liegt auch am Meer, es ist Hafenstadt. Tschornomorsk liegt am Schwarzen Meer. Sie sagten das, unweit von Odessa, also es sind ungefähr 30 Kilometer entfernt. Wir waren diesmal auch in Odessa, und insofern passten einige Parameter einfach zwischen Wismar und Tschornomorsk ganz gut zusammen. Ja. War schwierig zu reisen, das heißt unter Kriegsbedingungen, das heißt, kann man einfach rein und wieder raus? Ja, das war jetzt nicht was ganz besonders Schwieriges. Wir sind nach Chișinău, also nach Moldawien geflogen, und sind von da aus dann mit dem Auto über die moldawisch-ukrainische Grenze gefahren und dann nach Tschornomorsk. Was für einen Eindruck macht die Stadt? Was für einen Eindruck machen die Menschen natürlich vor Ort? Was haben Sie da sozusagen, wie sind Sie ihnen begegnet auch? Die Menschen sind auf der einen Seite natürlich vom Krieg geprägt. Das merkt man in jedem Gespräch, eigentlich in jedem Sachverhalt, über den wir reden. Die Kinder sind in Kindergärten nur noch bis zum Mittag, weil sie nicht schlafen sollen, weil wenn man sie dann wecken würde in einer Alarmsituation, würden sie gar nicht so schnell hochkommen. Und man hätte nicht genügend Zeit, um in den Luftschutzkeller zu kommen. Die Schülerinnen und Schüler sind 2 oder maximal 3 Tage in Präsenz in der Schule. Ansonsten werden sie online unterrichtet, weil die Kapazitäten für die Luftschutzkeller oder für Bunker nicht ausreichend sind. Das heißt, es würden nicht alle Kinder dann untergebracht werden in einer Alarmsituation. Es ist, wie gesagt, eine Stadt am Meer. Die Menschen würden eigentlich baden gehen demnächst, auch in der Saison. Sie dürfen das aber nicht, weil die Minengefahr einfach im Schwarzen Meer zu groß ist. Wir haben Einschläge gesehen dort, mehrere Gebäude, die beschädigt waren, oder Gebäude, wo alle Fenster zerborsten sind, weil in der Nähe ein Einschlag erfolgt ist. Wir haben natürlich überall die Schilder gesehen, die auf Luftschutzkeller hinweisen. Und wie gesagt, in jedem Gespräch haben wir vieles gehört. Wir wissen, dass in Tschornomorsk immerhin 70.000 Einwohner, 7.000 Binnenflüchtlinge mindestens leben. Das steckt die Stadt einfach so weg. Das leisten die Menschen dort. Sie sind solidarisch untereinander. Sie haben für andere Städte, die sie quasi mitverteidigt haben, haben sie gesammelt, haben die Städte unterstützt. Sie sind selbstbewusst, aber sie sind auch vom Krieg sehr stark geprägt, und sie haben sehr viel Kraft dort gelassen. Und dann kommen noch all die viel schlimmeren Dinge hinzu. Wir sehen Schulgebäude mit Tafeln von Männern, meistens Männern, die dort einmal zur Schule gegangen sind, die im Krieg getötet wurden. Wir sehen in Odessa ein großes Denkmal. Drumherum sind kleine Fähnchen gesteckt. Für jedes Fähnchen gilt für einen Toten aus Odessa. Es war ein Fähnchen mehr, was wir dort gesehen haben. Und mit all den Leuten, mit denen wir gesprochen haben in Tschornomorsk, haben wir
da haben wir mitbekommen, dass ihre Familien eben nicht in Tschornomorsk leben, nicht in der Ukraine, sondern in Deutschland, in Spanien oder in anderen europäischen Ländern. Das heißt, die Männer sind da geblieben und die Familien sind dann doch in Sicherheit gebracht worden. Das ist ein Teil zumindest der Lebensrealität dort. Und in vielen Städten ist die noch viel, viel schlimmer. Ja. Wir haben ja schon eine Videobotschaft gesehen, die Sie im Internet postiert haben, beziehungsweise auch Bilder. Bilder werden wir hier auch teilweise mit einblenden, wenn wir das dürfen. Aber es ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man von unserer Seite aus darauf aufmerksam macht. Wie kommt diese Solidaritätsbekundung an vor Ort? Wie gehen die Menschen damit um? Können die damit überhaupt was anfangen, nach dem Motto, kommt jemand von außen, der mit all dem nichts zu tun hat? Ja, ausdrücklich ja. Das haben wir schon beim ersten Mal so erlebt und auch diesmal war es so, dass immer wieder, das ist so üblich, wenn man dann gemeinsam zu Abend isst beispielsweise, dass dann Tischreden gehalten werden. Und jeder hält eine Tischrede. Das haben wir zweimal so erlebt. Einmal waren wir in einem Freizeitzentrum versammelt, ein anderes Mal waren wir bei einer Familie eingeladen. Und jedes Mal ist immer wieder diese Wertschätzung deutlich geworden, dass sie das wohl zu schätzen wissen, dass wir gekommen sind, dass wir dort übernachtet haben, dass wir da geblieben sind und dass wir damit die Solidarität zeigen. Natürlich ist das ein kleines Zeichen. Viel mehr geholfen wäre der Ukraine, wenn sie verteidigungsfähiger wären oder wenn sie Hilfsgüter bekommen. Auch darum kümmern wir uns ja. Sie haben ja zum Beispiel mal eine Sendung von Generatoren hier aus der Stadt bekommen und wir sind jetzt gerade dabei, auch über einen Förderantrag ein Fahrzeug zu beschaffen für behinderte Kinder, was wir den Tschornomorskern dann auch schenken wollen. Da sind wir in der Vorbereitung. Also wir versuchen natürlich daneben auch ganz praktisch zu unterstützen. Wir haben zum Beispiel auch über Kontakte mit Kindern und Jugendlichen gesprochen, die wir vielleicht erstmal online aufbauen werden. Aber vielleicht gelingt es dann auch, zum Beispiel aus Tschornomorsk eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen mal hierher nach Wismar einzuladen. Ja. Haben Sie auch den dortigen Regionalsender kennengelernt? Nein, das nicht. Das haben wir nicht. Aber wir haben mitbekommen, dass dort auch sehr viel die Stadt selbst macht an Öffentlichkeitsarbeiten, sehr viel über die Social-Media-Kanäle dort an Öffentlichkeitsarbeit geleistet wird. Ja, unsere Frage, unser Angebot lautet natürlich, wir würden natürlich auch gerne mitfahren, über diesen Austausch natürlich auch berichten. Aber was können wir sozusagen als Bürger Wismars, als Bürgerin tun natürlich, um natürlich jetzt auch unsere Partnerstadt, wenn man so will, auch konkret zu unterstützen? Sie haben es gesagt, Sie sammeln auch Geldmöglichkeiten zum Beispiel für dieses Fahrzeug für Behinderte. Genau, das werden wir auch demnächst dann tun. Also wenn klar ist, dass die Förderung auch erfolgt, das sieht schon relativ gut aus. Gibt es immer noch eine gewisse Lücke, die dann geschlossen werden soll. Da wird es einen öffentlichen Aufruf geben. Es war die Dankbarkeit, das war mir schon fast zu viel, aber die Dankbarkeit riesengroß gegenüber Deutschland, auch gegenüber Wismar, gegenüber Mecklenburg-Vorpommern, dass so viele Geflüchtete aus der Ukraine hier aufgenommen werden. Das ist auch etwas, was wir tun können, auch hier in der Stadt, in der Region, mit diesen Menschen Kontakt halten, sie unterstützen, wo es irgend geht. Sie sind ja nun wirklich nicht freiwillig hier. Sie sind vor Krieg, vor den Schrecken des Krieges geflüchtet. Und die Schrecken, die haben wir nur partiell erlebt. Klar, wir haben auch mal diesen Alarm erlebt, diesen Dauerton der Sirene. Aber wir haben es eben nicht erlebt, im Luftschutzkeller sitzen zu müssen. Und vor allen Dingen nicht erlebt, in unmittelbarer Nachbarschaft Scheiben zerbersten zu sehen oder Menschen sterben zu sehen. Das haben aber viele Ukrainerinnen und Ukrainer. Und jedes kleine Zeichen der Solidarität hilft. Herr Bayer, vielen Dank für das Gespräch natürlich und die Botschaft ist, glaube ich, bei uns angekommen. Das heißt, wir können helfen, indem wir den Ukrainer, Ukrainerinnen hier vor Ort natürlich freundlich, offen begegnen, natürlich da auch versuchen zu helfen und wir können auch einen Beitrag leisten. Das wollen wir von Wismar TV natürlich auch machen und wir begleiten natürlich die Kampagnen der Stadt, der Verwaltung natürlich auch in Richtung Hilfeaufrufe. Vielen Dank für dieses Interview, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Zuschauer, bis zum nächsten Mal, wenn es hier wieder heißt Interview der Woche.